Ein erforderlicher Netzwerkdienst ist gescheitert. Jedes Mal. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das dritte Video in Folge, glaube ich, welches wir auf Miet spielen. Aber es ist einfach eine geile Map. Und heute wollen wir die RAM auf Gold bringen. Wir wollen ja alle Waffen auf Gold bringen, selbst die DLC-Waffen. Ich glaube aber, dass es sogar einen Mehrwert hätte, denn wir müssten nicht mehr den Granatenwerfer auf Gold bringen, um Interstellar-Tarnung zu erreichen, wenn wir noch eine 36. Waffe auf Gold bringen. Mit dieser Waffe könnten wir das erreichen. Aber wir sind ja eh noch hunderte Waffen entfernt und machen eh alle auf Gold. Deshalb scheißegal. Wir dürfen nur nicht nachladen. Das ist jetzt die Challenge. Es gibt einiges zu bereden. Apo RED, der Allerechte, hat ein Statement zu seinem Statement abgegeben, dass das alles nämlich ein Prank war. Es war ein Prank mit Leon Mascher in einer Folge, wenn du Eier hast. Das kann nicht sein. Ich habe mir das Video gerade angeguckt und ich bin gestorben. Einerseits vor Lachen, einerseits war es auch einfach unglaublich unangenehm. Zudem will ich euch erzählen von... Ach komm! Ich habe ein bisschen Sorgen gehabt. Ach komm. Ich war gestern meinem besten Kollegen auf einem Double Date. Und darüber, über diese Erfahrung... wollen wir auch sprechen. Ich habe gestern Abend ja das Video noch für euch ready gemacht. 20 Uhr erst aufgenommen, dann noch geschnitten, hochgeladen. Wir waren verabredet eigentlich um 22 Uhr. Ich habe dann geschrieben, jo, können wir auch 20.45 Uhr machen. Dann bin ich um 22.37 Uhr noch am Thumbnail gewesen. Ich habe noch das Thumbnail für das Video gemacht. Bin dann losgezogen. Die waren zum Glück auch ein bisschen zu spät. Aber, ja, wollte ich das jetzt direkt erzählen? Oder wollte ich erstmal über Apo RED reden? Ich habe schon wieder keinen roten Faden. Es tut mir leid, es tut mir schrecklich leid. Heute war auch... Oh, jetzt fange ich das nächste Thema an. Heute war irgendwie ein komischer Tag. Ich war nicht einmal draußen. Ich versuche ja wirklich, auch dadurch, dass ich selbstständig bin, von zu Hause arbeite, mindestens einmal rauszukommen am Tag. Heute habe ich es nicht geschafft. Beziehungsweise ich hätte es machen können. Ich habe es aber nicht gemacht. Warum? Weil ich den ganzen Tag FIFA gezockt habe, mit den Jungs im Discord war, Streams offen hatte, Fußball geguckt habe. Ich hatte so einen ganzen entspannten Tag heute... vor der Konsole. Manchmal denke ich mir auch, Bruder, ey, du bist schon hauptberuflich scheiß Gamer und YouTuber und sitzt so viel vorm PC, um selbst zu zocken, um aufzunehmen, zu schneiden, den ganzen Scheiß. Und dann habe ich Freizeit. Nehme mir mal das Privileg raus, mal jetzt etwas nicht direkt zu machen. Was mache ich? Ich zocke FIFA und rege mich in FIFA auf den ganzen Tag. Rage in FIFA. Hab absolut überhaupt keine Erholung, weil ich FIFA spielen muss. Aber erstmal eins nach dem anderen. Apo RED, das ist das spektakuläre heiße Thema. Wir alle fanden den Move ziemlich krass, dass er jetzt an die Öffentlichkeit geht und beichtet, dass er diese Schulden hat. Ich fand 3,6 Millionen an Steuerschulden schon ziemlich happig und denke mir, okay, krass, da muss er auch sehr, sehr viel verdient haben, um das als Schulden zu haben. Ne, klar können da Säumniszuschläge dann raufgekommen sein, aber er muss ja dann 5 Millionen plus Minimum verdient haben, wenn nicht eher so in die Richtung 10 Millionen. Und ich weiß, Apo RED hatte Hype, Apo RED hat auch viele gute Geschäftsideen gehabt und Placements und den ganzen Spaß, aber 10 Millionen, Bruder, da hatte er, glaube ich, auch einfach Hype zu einer Zeit, wo ich mir nicht denke, dass man so viel damit gemacht hat. Ich weiß nicht, vielleicht liege ich aber auch komplett falsch. Ich mache den Scheiß ja selber und bin deshalb sehr nah dran an den Zahlen, was möglich ist. Manche Leute schreiben mir auch Sachen, da breche ich zusammen, was die sich vorstellen, wie die entweder zu viel verdienen oder viel zu wenig verdienen in dieser Branche. Deshalb aber war das schon suspicious. Ich habe ja auch gesagt, was wäre eigentlich, wenn das ein Prank wäre? Es ist ein Prank. Alles ist trotzdem komisch, weil es gibt ja trotzdem diesen ganzen Insi-Modus und diese ganzen Mimi-Videos, die ja viele Sachen geleakt haben, dass er anscheinend auch eine Sozialwohnung bezogen hat und so weiter und so fort. Also der Prank war jetzt kein jahrelanges Experiment, sondern es war jetzt ja quasi nur die Spitze des Eisbergs. Und wir alle haben ihm geglaubt, ey, das ist ein krasses Statement. Viele waren auch immer noch sauer und so, yo, ey, der hat so lange Scheiße gelabert. Ich werde jetzt nicht direkt wieder hergehen und sagen, oh, Apo RED, der Allerechte, bester Mann, Bruder, sei ihm vergeben und vergessen, was er für Scheiße gemacht hat, was er für falsche Werte vermittelt hat und wie er alle belogen hat. Waren ja auch viele, die jetzt das nicht so gesehen haben. Ich und aber auch viele andere haben das trotzdem als sympathisch wahrgenommen. Er wirkte zum allerersten Mal menschlich und sympathisch.
Jetzt kommt das Video von Leon Mascher, die Wenn du Eier hast Folge, die das Sympathische wieder zerstören. Denn plötzlich ist es nicht mehr sympathisch, sondern plötzlich ist es ein gefaktes Statement mit die ganze Zeit Lachflashs. Also, wenn ihr das Video nicht gesehen habt von Leon Mascher, es ist schon irgendwie auch in gewisser Weise lustig. Es sind schon ein paar lustige Sachen dabei. Leon Mascher ist ziemlich unaushaltbar in gewissen Punkten, aber er hat trotzdem einen Hauch, das kann man ihm nicht absprechen, von Unterhaltungsfaktor. Und so manche brillante Momente, wo ich einfach wirklich laut schreien muss, die sind bei Leon Mascher jetzt nicht so oft, weil ich ihn eigentlich oft nur unangenehm finde. Aber es waren auch in dem Video ein paar dabei, wo ich wirklich lachen musste. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt dieses Statement, beziehungsweise wie kommt das jetzt an bei der Community, dass er quasi alle verarscht hat? Ich glaube aber größtenteils finden diese... dieses Statement oder die Offenbarung, dass es ein Prank war, ziemlich scheiße. Und das ist der Fehler mit solchen Experimenten oder mit solchen Pranks. Der Fehler ist der, dass wenn du mit dem Prank, also in dem unechten Video, sympathisch bist und dann diese Illusion des Sympathischsein wieder zerstörst, weil es ein Scherz war. Damit verlierst du wirklich den Letzten, der sagt, Upper Red ist ein Ehrenmann eigentlich. Habt ihr damit gerechnet? Ich finde dafür, dass es Leon Mascher und Upper Red sind und diese ganze Schiene schon so komisch ist, was die die letzten Jahre über gemacht haben, waren es noch zu wenige Leute, die gedacht haben, dass dieses Statement vielleicht ein Prank oder ein Fake sein könnte. Und jetzt ist es raus. Ich glaube ja immer noch, dass da irgendwie auch noch was faul sein muss. Ja, krasses Comeback. Eins muss man den beiden halt aber lassen. Die schaffen es halt irgendwie trotzdem immer wieder, dass alle darüber sprechen, dass es ein weiterer Skandal ist, dass da irgendwie was bei rumkommt, wo die Leute sich drüber das Maul zerreißen. Und das ist auch ein Skill. Also irrelevant und langweilig sind die beiden noch lange nicht. Und das haben sie wieder mal bewiesen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Das dazu, jetzt wird die wunderbare Ram 7 auf Gold gespielt, kurz zwischen den Schweinebeinchen vorbei, zack, die nächste Dreier-Streak. Ich glaube, man muss ja, das ist ja die Goldtarnung für die Ram 7. Können wir direkt mal eine Waffe hier switchen? XRK Stalker, bisschen snipen, die wollen wir auch leveln, damit wir nochmal eine richtig fette Party-Sniper, Action machen. Die kommen doch safe jetzt hier. Ja, das war sogar fast ein Quad. Kommen wir jetzt zur Real-Life-Story. Ganz kurz vorneweg. Ich hatte euch ja auch mal erzählt gehabt, da möchte ich jetzt wirklich nicht viel drüber reden, aber das auch in Teilen unangenehm ist oder das zu privat ist. Ich habe euch ja mal von einer Freundin erzählt, die ich hatte. Und wir sind nicht mehr zusammen. Das ist jetzt auch schon eine ganz schöne Weile so, dass wir nicht mehr zusammen sind. Ich habe es euch nicht gezeigt. Ich werde nicht darüber reden, über die Details. Vielleicht werde ich irgendwann über meine persönlichen Learnings oder Erfahrungen, wie ich das alles, was das mit mir gemacht hat, darüber mal sprechen, ohne Details zu nennen. Aktuell fühle ich mich auf jeden Fall noch nicht danach, darüber zu sprechen. Der Onkel ist aber wieder Single, schon seit einiger Zeit. Und hat wieder die ein oder andere lustige Story, die ihr wahrscheinlich auch vermisst habt, für euch am Start. Und wir gehen jetzt direkt mal in die Double-Date-Story von gestern Abend. Ich war auf der Dating-App meiner Wahl und habe ein bisschen rumgeswiped und war dann mit einer so ein bisschen funny am Schreiben. Und wir wollten uns Samstagabend treffen. Jetzt schrieb es mir von Freitag auf Samstagabend, jo, sie hat noch eine Freundin hier und ist die letzte Nacht in Berlin und sie will ungern sie alleine lassen und sie quasi fürs Date sitzen lassen. Klappt nicht. Ich so ein bisschen, ja, schade, aber okay. Hab dann irgendwann später nochmal geschrieben, weil ich schon Bock hatte, jo, wie sieht's aus? Wir treffen uns erst zu zweit, dann joinen wir deinen Freundinnen und vielleicht können wir dann später nochmal die Bar wechseln und nur noch zu zweit das Date quasi fortführen. Den Gedanken fand sie auch gut und das war dann der Plan. Comeback-Medaille. Schön, komm raus. Ich werde jetzt hier im Pre-Aim sein, weil ich ein... Was ist hier eigentlich? Was ist das? Ja, moin. Dann fragte sie mich aber, ob ich nicht einen Kollegen habe, den ich mitnehmen kann. Ich dachte, es wären ja irgendwie mehrere Freundinnen. Dachte so, Bruder, was soll ich jetzt? 5 Jungs mitbringen oder was so das? Aber es stellte sich raus, es war eine Freundin. Und die brauchte jetzt quasi den Partner fürs dann Double-Date.
Und da habe ich ihr Bilder geschickt von Freunden von mir. Auch Bilder von Momo zum Beispiel. Ich habe Momo, der weiß davon gar nichts. Ihr kennt ihn vielleicht. X-Sarix habe ich einfach als Bild geschickt. Einfach, weil ich jetzt irgendwelche Bilder schicken wollte. Und sie soll sich quasi einen aussuchen. Sie hat sich, Gott sei Dank, also die andere Freundin von ihr, hat sich dann für das Bild entschieden von meinem besten Kumpel, den ich dann geschrieben habe. Das war auch meine einzige Option. Also ich hätte jetzt nicht Momo nicht zum Beispiel, wo auch immer er wohnt in Deutschland. Ich hätte ihn jetzt nicht hier nach Berlin einfliegen lassen für dieses Doppeldate. Sie hat sich aber für meinen Kollegen entschieden. Das war sehr gut. Dann haben wir uns verabredet, bla bla bla. Sind dann zu der Bar, haben uns davor getroffen. Bar war wahnsinnig voll, war irgendwie komisch und war auch ein bisschen befordert. So, oh Gott, was machen wir jetzt eigentlich? Reden wir jetzt zusammen? Reden die beiden jetzt? Reden wir? Wie funktioniert überhaupt so eine Doppeldate-Konstellation? Wir haben dann eine etwas ruhigere Bar, immer noch sehr voll, aber ein bisschen ruhigere Bar gefunden und saßen dann dort. Und es war eigentlich relativ schnell schon lustig und locker. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste, dass man irgendwie schnell die Tension break und irgendwie schnell so ein bisschen auf eine lustigere Schiene kommt, sodass der unangenehme Smalltalk gebrochen wird. Ich warte jetzt mal, bis wir in der Runde sind, weil ich will ja nicht die ganze Zeit im Menü quatschen. Mir fällt gerade auf, ich habe gar keine Idee, wie ich den Titel nennen soll. Ich mache mir immer Gedanken, okay, dann spiele ich vielleicht die Waffe, dann kann ich das Video so nennen. Ich habe jetzt gerade gar keine Idee. Ja, Lirum Larum, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich saß dann neben meinem Date, mein Kollege saß neben seinem Date und wir haben so in einer Gruppe geredet, aber auch immer zu zweit. Und das war, glaube ich, gut, dass wir da nebeneinander saßen und da schon so eine gewisse Nähe auch entstehen konnte. Oh! Wow! Komm, Pistole. Pistole muss auch mal sein, muss auch mal sein. Irgendwie hat mein Date immer mal wieder so desinteressiert, gelangweilt geguckt und so ein bisschen auch mal gegähnt oder so. Oh, I'm so tired und so. Es war auch übrigens auf Englisch. Und das habe ich schon auch abgefuckt und irgendwie aber auch natürlich verunsichert, weil man sich so denkt, Bruder, hat sie sich todesverarscht gefühlt, habe ich sie gecatfischt, will sie hier verschwinden, denkt sie sich, oh mein Gott, was Zeitverschwendung. Aber davon darf man sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern einfach auch mal ansprechen, yo, was los? Was los, was los? Weil es kann ja auch sein, dass sie wirklich keinen Bock hat. Und wenn ihr das dann schnell klärt, dann müsst ihr nicht noch irgendwie auf Krampf probieren, 5 Stunden rumzukriegen, auf die du ja dann im Endeffekt auch keinen Bock hast. Du hast ja auch keinen Bock, jetzt mit jemandem zu reden, der dir die ganze Zeit den Vibe gibt, dass er keinen Bock hat. Und dann, ja, gehst du lieber nach Hause direkt oder machst du was anderes. Deshalb kann man sowas fragen, aber es kann auch Missverständnisse geben und es kann auch sein, dass die Frau so ein bisschen nervös ist oder überfordert ist oder vielleicht auch einfach einen Blick hat, den man nicht kennt und der erstmal ein bisschen arrogant oder eingeschläfert oder wie auch immer. Ach nein, wirkt, ja, ja, komm. Ja, scheiße. Das hat sich aber dann relativ schnell gelegt und wir hatten eine super Zeit und irgendwie lustige Konversation und auch die Dynamik hat gestimmt. Es war sehr nice. Ich war dann an dem Punkt, okay, warte mal, es wird jetzt auch langsam spät. John Rhys muss jetzt zuschlagen. Der Sack muss zugemacht werden. Wie kriegen wir das jetzt auch eigentlich vielleicht aus diesem Doppeldate dann zu einem komplett einzelnen Date? Willst du dann wirklich vor den anderen jetzt anfangen, hier rumzuknutschen oder sowas? Ist es nicht auch irgendwie unangenehm für das andere Date, wenn wir auf einmal rummachen, weil sie sich dann denken, Bruder, müssen wir das jetzt auch? Vielleicht will aber jemand nicht oder, ne, das macht vielleicht auch ein bisschen Druck. Ich habe die ganze Zeit irgendwie danach gesucht, sie, mein Date, von dieser Situation zu trennen und irgendwie an die Bar zu gehen oder mal vor die Tür zu gehen, um dann endlich den Küss-mich-Move zu machen. Spaß, den habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Küss mich, John. Da haben auch viele falsch verstanden. Ich habe mal in einem Video gesagt, Küss mich ist so ein Spruch, der ganz lustig oder ganz süß mal kommen kann. Viele haben den aber dann interpretiert und quasi ganz anders formuliert und gesagt, küss mich bitte. Oder willst du küssen? Also ich meine, Küss mich war so genial, weil es eine Aufforderung war. So von wegen, na wird's bald. Auf eine freche, aber sehr höfliche und faire Art und auch gleichzeitig die Möglichkeit geben, wenn man natürlich darauf keinen Bock hat, das dann nicht zu tun als Frau, damit es auch keine Unstimmigkeiten und falsche Situationen gibt, die zu unschönen Momenten führen. Okay? Habe ich aber nicht gemacht. Ich an der Bar, ich merke irgendwie, sie ist irgendwie ein bisschen abweisend auch. Ich habe Scheiß drauf. Sie... Bam, Alter, zurückgezogen. Vor der Barkeeperin zum Hampelmann gemacht. Alles, komplette Bar voll. Ich so da gestanden. In der Luft stehen gelassen. Oh mein Gott. Ich hatte aber die ganze Zeit so das Gefühl, das ist auch, das gehört zu dem Spiel dazu. Sie will jetzt nicht sich sofort klären lassen. Sie will mich noch ein bisschen zappeln lassen. Das war kein Stopp. Das will ich nicht. Das würde dann auch kommuniziert werden. Beziehungsweise nach so einer Aktion
wenn die wirklich komplett falsch war, da überhaupt kein Spielraum ist, dass sie darauf vielleicht noch Lust hat, dann würde sie auch wahrscheinlich gehen. Das ist aber auch ein schmaler Grat, weil es gibt natürlich auch ein Nein, was ein Nein ist. Und ihr solltet auf jeden Fall nicht das dann erzwingen. Um Gottes Fall nicht. Nie, 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 niemals. Aber lasst euch von einem mal zurückziehen, auch nicht komplett aus der Ruhe bringen. Ich hatte mal ein Date, da habe ich 5-mal oder sowas den Move gemacht. Das war jedes Mal lustig. Jedes Mal war es auch so ein Lachen und ich habe dann irgendwann auch nur die Augen zugemacht und so. Irgendwann habe ich es dann aber nicht mehr gemacht und dann hat sie mich küssen wollen und dann habe ich zurückgezogen. Und Bruder, ich sag, das hat sie so gebrochen. Das kann auch ein Spiel sein, beziehungsweise kann das auch ein Moment sein, dass man wirklich noch keinen Bock drauf hat. Aber das heißt nicht, dass sie dich hässlich findet, scheiße findet und jetzt von dem Date verschwinden möchte. Gleichzeitig ist mir aber immer wichtig zu sagen, dass es natürlich trotzdem einen Moment gibt, an dem es dann auch nicht noch ein zweites Mal versucht werden kann. Und generell ist ein Versuch auch immer die Frage des Versuchs. Wenn ich jetzt die Person so an mich reiße und sage, ah, dann gibt es ja keinen Versuch. Aber wenn ich quasi so langsam andeute, hallo, dann ist ja auch noch der Raum da, um jetzt zu dodgen. So, irgendwann, wir sitzen die ganze Zeit da, ich gucke sie an, ich mache so meine Hand so, damit die anderen mich sehen. Ich meine so, kiss me now, you have to kiss me now. Und sie guckt mich an, sie küsst mich nicht. Da habe ich mich so weggedreht und habe so schlechte Laune geschoben. Und es war so ein bisschen so irgendwie lustig, weil es war so ein Hin und Her, so ein Spiel. Irgendwann hat sie mich dann mitten im Satz geküsst, so auf heimlich. Und meinte, ich soll auf Toilette gehen, sie kommt danach. Dass ich wieder solche Stories erzähle, ist irgendwie ein bisschen strange gerade. Da ist es dann jetzt nicht völlig eskaliert und ausgeartet, aber wir haben dann halt ein bisschen Zeit auch für uns gehabt. Es war sehr, sehr lustig. Bruder, ich habe auch das Gefühl, Engländer oder generell Leute, die nicht deutsch sind, sind so viel lockerer und auf einmal, wir küssen uns so und da laufen auch immer mal Leute so aus der Toilette rein, raus. Auf einmal, sie macht Hand in meine Hose. Hand in meine Hose. Mitten in Menschenmenge, Digga. Das war auch schon das Highlight des Abends. Wir sind dann noch was essen gegangen beim Dönerladen. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Meat. Jetzt geht mir jetzt ein bisschen auf die Eier hier. Komm. Ich bin ja nicht der überkrasse Genres-Player. Ich kann sie alle abschleppen. Ich teile nur hier meine Erlebnisse und meine Erfahrungen und will nur so ein bisschen dieses Dating-Game auch lockerer veranstalten. Ich würde da euch einfach nur empfehlen, dass ihr dann nicht so eine unkomplizierte Sache draus machen, weil ich weiß, dass sich auch viele darüber verrückt machen, von wegen Körbe kassieren. Körbe zu bekommen ist vollkommen normal. Es ist absolut unrealistisch, dass dich jede gut findet und vor allem auch jede direkt gut findet. Manche Dinge brauchen Zeit, manche Dinge passieren aber auch gar nicht. Das ist so und es ist alles nur eine Frage, wie ihr damit umgeht. Ein Korb ist nur dann richtig scheiße, wenn ihr den euch zu sehr zu Herzen nimmt. Und natürlich nimmt man sich gewisse Dinge zu Herzen. Natürlich tut der erste Korb weh und manchmal tut auch noch der 10. Korb weh, weil der vielleicht bei einer Frau war, wo du dir es wirklich anders erhofft hattest. Aber manchmal ist es so. Meine Erfahrungen sind nur, dass ich mehr Spaß habe und das Date auch mehr Spaß hat an der Situation, wenn das so ein bisschen spielerisch und lockerer genommen wird. Wenn man sich auch mal erlaubt, als Mann sich zum Knecht zu machen für die Frau, mal dazustehen, einen Korb zu kassieren. Das finden viele sehr, sehr unangenehm, das kann ich auch nachvollziehen. Aber das gehört dazu, ihr müsst nicht die ganze Zeit die dominante männliche Rolle halten und ihr seid der Chef und der Krasse. Was ein Bullshit. Ihr müsst auch mal der absolute Knecht sein. Ich glaube, es ist so ein gewisser Grad davon, Dinge zu tolerieren, nicht so engstirnig zu sein, es auch mal auszuhalten, wenn ja, einer einen nicht gut findet oder ein Joke nicht so ankommt. Oh, aber gleichzeitig auch für sich einzustehen und zu seinen eigenen Grenzen und Werten stehen, beziehungsweise nicht auf Krampf die Werte der Frau anzunehmen, nur weil man sich dadurch bessere Chancen erhofft. Wirklich, meine Erfahrung ist die, und ich habe die sehr, sehr oft gemacht, dass wenn ich so sehr tryhard und unbedingt ihr gefallen möchte, gefalle ich ihr überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass es euch gleichgültig sein muss. Ihr könnt trotzdem aufgeregt sein, ihr könnt trotzdem euch wünschen, dass sie euch gut findet. Aber ihr solltet nicht alles dafür in einen Topf werfen. Ich schwöre euch, Frauen finden, wenn ihr Zocker seid, dann müsst ihr da nicht... Dann müsst ihr da nicht jetzt den SBMM-Talk raushasseln.
Muss jetzt nicht sein. Ihr müsst aber auch nicht das verheimlichen. Ihr müsst nicht denken, oh, das ist uncool. Ich kann dazu nicht stehen. Steht zu euren Interessen. Wirklich Interessen, die auch individueller sind, beziehungsweise vielleicht auch nerdier kommen. Und ihr steht aber dazu und euch ist das nicht peinlich, ist so viel mehr wert und so viel attraktiver für eine Frau als ein Typ, der irgendwie nur von Geld machen redet und mit seinen Männern und ne, so diese typischen Dinge macht, die angeblich männlich sind und attraktiv sind. Und noch eine Sache, die mir einfällt zu so einem Date, weil ich auch oft dieses Gefühl hatte, ey, über was reden wir? Irgendwelches Smalltalk-Gelaber und bist du da zur Schule gegangen und ja, wie war das? Ja, das vermisse ich auch total und was schaust du für Serien? Und also es ist so ein Question-Answer-Modus und der ist immer scheiße. Es geht eigentlich nämlich nicht um die Information. Es juckt mich nicht, welche Leistungskurse du in der Schule hattest. Ich scheiß drauf. Es geht eher um das Menschliche dahinter und um den Spaß. Und am Ende müsst ihr einfach diese Erfahrungen machen, diese Erfahrungen, jemanden richtig toll zu finden und er findet euch absolut scheiße. Jemanden scheiße finden und sie findet oder er findet dich absolut geil. Ich meine, das gehört alles dazu. Wenn ihr wirklich Interesse habt, steht dazu, seid ehrlich, ohne jetzt direkt eine Frau über zu fantasieren und schon zu denken, Bruder, oh, sie ist es einfach. Habe ich meine Erfahrung mitgemacht, kommt irgendwie nicht so gut an. Seid nicht so engstirnig, nehmt euch nicht zu ernst, nehmt aber auch ihre Signale nicht zu ernst. Wenn sie mal irgendwie guckt, wo ihr denkt, oh Gott, nehmt das nicht zu ernst, denkt, oh nein, sie findet mich total scheiße. Bleibt bei euch, steht zu euch, steht für eure Interessen ein und vor allem heuchelt, das ist auch nur fair, nicht irgendetwas vor, nur weil ihr euch dadurch was erhofft. Ich meine, sagt nicht, ja, ich suche eine Beziehung und ich wünsche mir das und du bist total toll, Annette. Aber eigentlich wollt ihr Annette nur elendig. 71, 71, nein, 72, 71, komm, 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 komm. Ja, 72, 72. Ach, wir müssen Marken einsammeln. Ich dachte, Kill ist einfach nur... Jo, Quickscope, Johnny, Boy, Don John verführt. Und schaut nicht solche Scheißkanäle. Mir wurden die auch mal vorgeschlagen. Ich habe auch mal reingeguckt. Und da gibt es auch die ein oder andere Information. Ich wollte einen Punkt dahinter setzen, aber schaut nicht so einen Scheiß, Bruder. Wirklich. Diese Typen, die sind einfach nur alle. Alle. Nicht alle. Nicht. Ach, komm, nein! Das soll es dann, denke ich mal, auch schon für heute gewesen sein. Knackiger Sonntagabend. Upload. Schreibt mir auch mal in die Kommentare. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder, wenn die Streak am Leben bleibt. Vielleicht bleibt ja die Streak nicht am Leben. Und ab morgen lade ich nie wieder ein Video hoch. Das werden wir sehen. Ich bin raus. Wünsche einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.